Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es darum, dass wir uns um die Config weiter kümmern. Ich wollte ja schließlich ein bisschen was in die Richtung machen. Und ich habe mir auch was überlegt, was glaube ich ganz sinnvoll ist, um auch einen so ein bisschen zu demonstrieren, wie das Ganze funktioniert, weil ich da recht viele unterschiedliche Values sozusagen nutzen kann für das Abspeichern. Ja, wir haben hier die Config, wir haben die Default-Config. Ich möchte jetzt parallel dazu gerne eine Location-Config nutzen, die ihr entwickeln. Die könnt ihr auch selbst nutzen. Was genau hat das für einen Vorteil für euch? Naja, wenn ihr die nutzt, könnt ihr halt recht einfach eben Locations abspeichern. Weil ich immer gerne, grundsätzlich schreibe ich für jedes Projekt so eine Config als, wie soll ich es nennen? Als Utilities. Und die kann man halt immer wieder verwenden. Und das Schöne daran ist, dass sie recht gut funktioniert. Ja, was müssen wir dazu machen? Wir machen hier einfach wieder ein Public Static File F gleich New File und da kommt dann rein in diesem Fall Locations.yml. So, ich schreibe so Locations.yml, weil das Locations.yml schreiben wir klein, das sieht schön aus. Und das packen wir in den Ordner Plugins und dann slash Tutorial. So, jetzt importieren wir mal eben kurz File. So, dann haben wir noch public static file configuration cfg, wie ihr aus letztem Tutorial schon mitleiden kann. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, das letzte Tutorial ist einfach, glaube ich, Tutorial Nummer 9, wenn ich mich richtig entsinne. Da einfach so nochmal reingucken, wenn ihr da nochmal Fragen habt, was genau die YAML configuration etc. ist. Ja, dann wieder YAML configuration, .load configuration und dann file f. So, und damit haben wir schon wieder unsere grundsätzliche Einrichtung fertig. Und jetzt wollen wir halt an sich nur Methoden machen. Dafür machen wir uns einmal die Methode public static void set location. Wir machen es mal mit public static boolean, damit wir auch wissen, ob das erfolgreich gespeichert wurde. Set location. Da machen wir dann als erstes string path und location log. Log für die Location, die wir speichern wollen. String path für unseren Part, wo es gespeichert werden soll. So. Und dann machen wir hier return true erstmal rein. So, und dann machen wir einfach in dem Fall cfg.set und dann einfach in dem Fall path plus .world und dann kommt da rein log.getWorld und hier müsst ihr bedenken .getName, denn bei World hätten wir einfach nur eine CraftWorld, über den Name können wir die Welt am Ende über bucket.getWorld wieder zurückerhalten. Das werdet ihr gleich sehen. Deswegen in diesem Fall .getName. Dann in diesem Fall weiter mit cfg.set, dann wieder, ach nee, nicht set default, set, in diesem Fall path plus dann .x und dann log.getx. So, das ist in diesem Fall ein Double, damit speichern wir ein Double. Ihr könntet auch in speichern, wir wollen aber ja das Ganze mal aus. Das Ganze dürft ihr jetzt kopieren. Das brauchen wir nämlich 5-mal. Dann machen wir nicht x, y, z, yaw und pitch. Yaw und pitch sind dafür zuständig, dass wir unsere Rotierung vom Kopf etc. Also die Rotierung des der Entity am Ende mitbekommen. Und x, y, z kennt ihr, sind ja die einfachen Variablen. Yaw ist dabei. Der Pitch war, glaube ich, die Rotation und Yaw war die Rotation Richtung Vertikal, also Rotation Vertikal und Pitch Horizontal, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also ich will auch nichts Falsches sagen, aber dafür sind die beiden zuständig, also für Horizontale und Vertikale Rotierung. So, jetzt machen wir noch Yaw und Pitch hier unten rein. Pitch, so. Und jetzt haben wir den Kram schon, jetzt wollen wir noch eben eine Save-Methode machen. In diesem Fall machen wir public static boolean save. Und dann machen wir einfach cfg.save. So, file f. Dann kommen wir wieder die try-catch-clause, wie ihr die schon vom letzten Mal kennt. Und damit wir jetzt Bescheid wissen, machen wir hier return false. Und hier machen wir return true. Oh, genau. Und hier müssen wir jetzt noch das so. So. Aber was genau bringt uns das Ganze? Wenn das natürlich gesaved ist, geht es hier weiter, deswegen return it true. Wenn es nicht gesaved werden konnte, return war false. Das hat hier den Vorteil, dass wir oben dann machen wir einfach boolean rt gleich cfg.rt
gleich save. So, damit speichern wir die File und RT ist dann der Boolean. Und wenn das geklappt hat, gehen wir hier zurück, true zurück für das Speichern und ansonsten nicht. Grundsätzlich können wir die Methoden ja auch so ausführen, also einfach nur save oder einfach nur set location. Dann braucht man jetzt nicht nach dem Boolean fragen, aber ansonsten kann man den Boolean halt auch nutzen, um zu wissen, was zurückgekommen ist. Ja, so, jetzt brauchen wir nur noch eine Methode, um das Ganze zu bekommen. Dafür machen wir eine Methode, die nennen wir public static location, also erstmal public static location dafür, dass wir location zurückbekommen. Und dann get location. So, das Ganze machen wir dann über den String path. Darüber haben wir es ja auch schließlich gespeichert. So, und add return statement, genau, da geben wir erstmal null zurück. Und dann machen wir hier oben einmal location log gleich null. Damit setzen wir erstmal die Location. Und wir sind schon, ich weiß gar nicht, wir sind bei 6 Minuten ungefähr, okay. Ich versuche das nämlich heute relativ schnell zu machen, aber das Tutorial hat jetzt durch diese ganze Utilities doch ein bisschen mehr Zeit, was es kosten könnte. Also ich denke mal hier 10 Minuten brauchen wir bestimmt. Also location log gleich null. Und jetzt fragen wir if cfg.contains. Damit fragen wir ab, ob in dieser, ja, ich nenne es mal Liste der Datei, der String enthalten ist. So, und in diesem Fall wäre es dann halt path plus Punkt Word. So, damit speichern wir das ab. So, if cfg, oder? So, wenn das halt da ist, machen wir in diesem Fall world w gleich bucket.getWord und dann cfg.getString, weil es ja in diesem Fall ein String ist. Und hier kommt dann rein path plus Punkt Word. So. So, das Ganze machen wir jetzt hier noch mit den Doubles. Das heißt Double X gleich cfg.getDouble und dann path plus Punkt X. So, und damit haben wir jetzt sozusagen unser X. Jetzt müssen wir nur noch das Ganze wieder duplizieren, wie wir es oben beim Setzen auch gemacht haben. Das ist also auch wieder 5-mal brauchen wir das Ganze. X, Y, Z, Yaw und Pitch. Und Pitch, ich vertippe mich jedes Mal hier. Und das gleiche hier auch. X, Y, Z, Yaw und Pitch. So. Ja, das heißt, wir haben jetzt unsere Variablen. Jetzt sind hier, die sind alle noch markiert, weil wir die noch nicht verwendet haben. Jetzt machen wir einfach log gleich new location, Klammern W, X, Y, Z. Und jetzt müssen wir noch die zum Float casten. Ja und Pitch, das heißt Float Yaw, Float Pitch. So, das haben wir jetzt und fertig. Jetzt würde er halt in diesem Fall, wenn das enthalten ist, kriegen wir eine normale Location zurück. Ansonsten kriegen wir null zurück. Wenn wir null zurück bekommen, wissen wir, okay, gut, die Location ist nicht vorhanden. So, und das ist unsere Location Utils. Damit müssen wir eigentlich nicht mehr weitermachen. Die könnt ihr auch über in allen anderen Projekten nutzen. Die ist jetzt an sich ohne Probleme nutzbar. So, und jetzt wollen wir einen Home Comment schreiben. Nein, wir machen mal einen Location Comment. Ich nehme den Location Comment. So. In diesem Fall Implements Comment Executor, also für die Leute, die halt in diesem Fall schon die Tutorial kennen, die wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Mit dem Tutorial, für die sich noch nicht mit dem Comment Executor auskennen, empfehle ich nochmal die ersten Tutorials sich anzusehen. Beziehungsweise grundsätzlich sollte man diese Reihe von Anfang an gucken, sonst wird man hier, glaube ich, nicht rausschlüssig. So, und hier kommen noch Args. So, dann die Return True. Und hier machen wir einfach in diesem Fall so if sender instance of player, um abzufragen, ob der Sender halt ein Player ist. Wenn er das ist, machen wir player p gleich in Klammern player sender. Das sind in Klammern player halt, weil wir es dazu casten, weil der Sender an sich kein Player ist, aber er könnte ein Player sein. So. Dann machen wir in dem Fall if args.length gleich 1. Dann machen wir in dem Fall hier machen wir dann locations config set location, dann den path, das ist in dem Fall args 0. Und location ist p.getLocation.
So. Aber wie machen wir es einfach mal? Ah, ne, wir machen es mit 2. Und fragen wir ab, if in Klammern args in eckigen Klammern 0. Punkt equals ignore case. Und dann save. So, wenn das safe ist, dann machen wir das mit dem hier auf den ersten und senden den Message.send Message AFA Paragraph 7. Du hast deine Location erfolgreich unter Paragraph A plus args in eckigen Klammern 1. Eins in diesem Fall, weil es das zweite also Argument ist, ihr wisst ja, dass es sehr verschoben ist. Auf 7 gespeichert. So. Ja, das haben wir jetzt so. Damit hätten wir jetzt schon mal den Kram. Dann machen wir noch else if args 0 Punkt equals ignore case und dann in diesem Fall teleport. Dann du wurdest erfolgreich, du wurdest erfolgreich zu bla bla teleportiert. So, und da müssen wir nicht Set Location, sondern Location Log gleich Locations Config Get Location. So, Location müssen wir hier eben importieren. Get Location und in diesem Fall einfach nur args in der eckigen Klammern 1. So, damit übertragen wir es und damit machen wir teleportieren wir noch einfach in p.teleport und dann in diesem Fall log. So, Teleport habe ich euch noch nicht erklärt, das ist einfach die Teleportierungsmethode, das ist über Player. Punkt und dann Teleport. Ja. So, damit haben wir jetzt den Comment an sich fertig. So, jetzt müsst ihr noch eben hier unten in den Plugin-Utils eintragen als Comment. Die nennen wir einfach Log und dann ist das New Location Comment. So, dann müssen wir noch hier eben in der Plugin-YML eintragen, wie das wir Log-I reingemacht haben. So, kopieren wir einfach hier, machen wir hier Log rein für die Leute, die es neu machen, einfach anhalten uns. Dies ist der Locations. So, wir sind jetzt auch schon bei 12, also wir sind knapp bei 15 Minuten. Ich möchte unter 15 Minuten an sich bleiben. Einfach aus dem Grund, damit das halt auch für euch noch ansehnlich ist und nicht ewig lang dauert. So. Dann haben wir jetzt hier den Testserver, genau da ist der. Ups, da zieht sich rüber, so. Plugins, ja, ist richtig, so. Config.yml. Oh, ich habe das letzte Mal das falsch gespeichert. Drauf. Dann drehe ich das nochmal eben schnell um, die beiden. Damit das richtig gespeichert wird. Toll. Ich habe es einfach falsch schon gespeichert. Ah. So, ihr seht das hier, Config.yml. Das kommt natürlich nochmal für die Leute, die das geguckt haben. Es wird oben gedreht, das ist mein Fehler, das ist mir gleich aufgefallen beim letzten Mal. Auch hier Locations.yml. Also es ist immer erst da, wo es gespeichert werden soll und dann, ja. Jetzt, das habe ich komplett verdreht. Das ist natürlich jetzt ein dummer Fehler. So, jetzt habe ich es aber herum. Jetzt exportieren wir nochmal. Sollte es auch gleich ordentlich aussehen. Desktop. Ah, ne, das wollte ich nicht. Den Tester wollte ich. Da lösche ich mal in die Config.yml raus und dann starten wir nochmal den Server neu. So. So. Hier kein Fehler. Gehen wir hier einmal rein. Gehen auf den Tester, der hier oben schon liegt. Der war der hier. So, da bin ich schon drauf, da haben wir schon unsere tollen Sachen hier entwickelt. So, jetzt machen wir einmal slash log, da passiert mir jetzt nichts. Slash log save test, plus deine Location erfolgt unter Test gespeichert. Slash log teleport test und erfolgreich zurück teleportiert. Wir können es nochmal mit einer anderen Location machen, wir können noch mehr machen. Dann machen wir jetzt hier x und z. Ah. Nein, ach, die ist ja noch nicht da. Wir kommen wieder. X und Z. Richtung. X und Z. X und Z. So. Das muss natürlich auch erst gespeichert werden. So, jetzt gehen wir aus dem Dschungel mal raus. Dschungel rein hier. Den Portier ist auch zu.
So, und fertig, wir sind da. Es funktioniert anders frei. Um jetzt nochmal zu demonstrieren, dass das jetzt diesmal richtig ist, wie ich den neuen Config speichere. Ihr geht einfach unter Plugins Easy Tutorial, da seht ihr jetzt Locations. Das können wir jetzt einfach mal öffnen und dann habe ich jetzt mal wieder Notepad++ vergessen zu installieren. Wir öffnen es mal im Editor. Seht ihr Tests und dann seht ihr auch, dass das alles eingetragen wurde. Ja. Hier seht ihr auch XYZ, was funktioniert. Ja, ich denke mal, wir sind jetzt bei 15 Minuten angelangt. Das ist jetzt doch schon recht lang. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Tut mir leid, dass ich in dem letzten Tutorial und in diesem Tutorial erst einen Fehler mit dieser Locations-Config gemacht habe. Ja, manchmal achtet man dann doch nicht so darauf, wenn man es einfach nur schnell runtercodet. Ja, solltet ihr jetzt noch anderweitig irgendwelche Fragen haben, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Tutorial. Und da werde ich mal auf ein paar andere Sachen eingehen und nicht mehr auf die Locations. Ich hoffe, die sind einigermaßen abgedeckt. Wenn es da noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich das jedenfalls im neuen Tutorial. Und bis dahin, tschüss!